So, willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet, denn gerade hat die Postfrau geklingelt und die neue WrestleCrate UK Box kam ins Haus geflattert. Adi geht erstmal auf die Toilette und das ist die WrestleCrate UK Box. Das ist kein Sponsoring, das ist gar nichts, das ist, ich bin einfach nur Wrestling-Fan und deswegen habe ich mal 12 Ausgaben mir gekauft, bezahlt, vorher. Die kommen jetzt immer aus der UK hier reingeflattert und jedes Mal ist ja auch ein T-Shirt drin und ich versuche immer das T-Shirt von der vorigen Box dann anzuhaben und DVDs und Autogramme und sonst wie. Wir sind mal gespannt, was diesmal drin war. Den exklusiven Artikel habe ich schon wieder vergessen. Da ist nämlich immer Werbung für die nächste, wo dort steht, das ist bei der nächsten überhaupt und ich habe keine Ahnung. Machen wir es mal auf. Boah, was ist das denn? Das ist eine ganz besondere Farbe auf jeden Fall schon mal vom T-Shirt. Bevor wir zum T-Shirt kommen, nehmen wir aber erstmal das hier raus und schauen uns das mal an. Hier haben wir nämlich Demand Lucha WZ Max Canada's Only Authentic Lucha Libre. LuchaNetwork.com 3 months free with code GREAT Socials und so weiter. Es gibt also eine Lucha Libre Promotion in Kanada und ich kenne niemanden außer hier oben in der Ecke. Da ist nämlich Darby Allin, den Rest kenne ich nicht. Die Karte sieht aber auf jeden Fall richtig genial aus. Da ist ja jedes Mal so ein Code dabei und eine bestimmte Plattform, wo du einfach Wrestling gratis gucken kannst, eine Zeit lang. Aber sowas Geniales war bis jetzt noch nicht dabei. Immer so ganz normale kleine Ligen, alles unspektakulär, aber hier Lucha Libre. Kennt ihr Lucha Underground? War auch immer richtig stark, richtig heftig. Jetzt hier Lucha Libre. Dann haben wir eine Autogrammkarte von Jeff Hardy. Ich glaube, das war der Exklusivartikel, wo dort stand im nächsten Heft ein Jeff Hardy Artikel. Jetzt wissen wir also, es ist eine Autogrammkarte von Jeff Hardy. Ihr kennt alle Jeff Hardy. Der ist jetzt immer noch aktiv, ja. Der ist jetzt zwar mittlerweile auch bei AEW und hüpft da rum, war die ganze Zeit aber immer noch bei der WWE. War schon eigentlich überall mit seinem Bruder Matt. Und das war immer das Spektakulärste überall, was man so um die 2000er Wende rum sehen konnte. Dann haben wir hier noch ein Autogramm von Jack. Kenn ich nicht. Kann ich euch aber zeigen. Ein fettes, großes von Jack kenne ich nicht. Kennt ihr Jack? Kenne ich nicht. Ich kenne nicht. Auf jeden Fall ist es ja auch unterschrieben. Ist immer riesengroß, immer schön pappig, dass ihr euch das auch ja irgendwo hinstellen könnt. Macht keine Löcher rein und Adi, du kommst da nicht durch. Du bist viel zu dick und flauschig und Mann! Schnell, geh da rüber ins Waschbecken. Seitdem ich die Kamera nur noch mit irgendwelchen Holzstäbchen aufrecht halten kann, ist es viel komplizierter, wenn der Katzer hier durchläuft. Adibobs, Adibobs. Und dann haben wir noch zwei. Hey, da fehlt ja diesmal das Kärtchen, wo die ganzen Items draufstehen, wo man vergleichen kann, was in der großen Box drin ist, was in der kleinen Box drin ist und was sonst wo ist. Außer das ist bei dem Wrestling die Mand hinten drauf. Nein, ist es nicht, die ist leer. Also sonst war da immer ein Heftchen dabei und jetzt gab es kein Heftchen mehr, jetzt gab es dann immer die Karten. Und auf den Karten stand dann immer dabei, wer das auch ist. Da waren ja wenigstens die Namen ausgeschrieben, dass ihr genau wusstet, wer das auf den ganzen Autogramm und den Sachen sein soll. Und das hier ist eine Best of Schriftzeichen in Japan, ne? Eine Japan-DVD? Ich dachte zuerst, weil hier ist ja ein Bild vom Cactus Jack drauf. Best of Cactus Jack in Japan, aber das wird nicht Cactus Jack heißen. Das ist auch wieder exklusiv für WrestleCrate UK, die gibt es sonst nirgendwo zu kaufen. This DVD features the original King of the Deathmatch Champion in some of his most insane matches. Featuring matches starring Terry Funk, Kenta Kobashi, Leatherface, Tracy Smoothers, Hiroshi and many more. Watch legendary no-roped barbed wire deathmatches from the land of the rising sun.
Witness the person why Cactus is already a legend in this sport by his incredible performances in this video. Es muss also doch eigentlich von Cactus Jack sein und eine DVD über Cactus Jacks Zeit in Japan mit Barbed Wire Deathmatches gegen besondere Gegner wie eben auch Terry Funk hin und her. Ich habe damals mir natürlich eine Mick Foley DVD geholt, beziehungsweise wollte Mankind haben, wollte Mick Foley haben, The Three Faces of Foley, sonst was, da gab es so viele Sachen. Für mich war Mick Foley immer Vorbild, immer Legende, wegen dem haben wir Backyard Wrestling gemacht im Garten. Und jetzt seine Zeit in Japan, habe ich noch nie gesehen. Die finde ich auf jeden Fall mega interessant. Es sind ja immer mal verschiedene Sachen drin. Ich habe bisher noch keine einzige DVD geguckt, aber eine über Mick Foley als Cactus Jack in Japan klingt richtig brutal. Und jetzt ist hier noch ein T-Shirt drin. Und so wie es aussieht, ein T-Shirt vom Undertaker. Also auch richtig stark, richtig brutal. Und ich weiß nicht, wieso das jetzt hier so hässlich aussieht, das Bild. Das ist, ich habe so wieder so einen richtigen weißen Käsekopf. Wir machen das mal auf. Komische Farbe. Noch nie ein T-Shirt in so einer Farbe gehabt. Sieht aber sehr flauschig aus. Und dann machst du dieses T-Shirt auf. Und dann hast du hier einfach Death Valley Park Ranger. S1990. Kennt ihr auch den Death Valley Park Ranger, der den Park bewacht? Hier mit dem Ausschnitt wie ein Sarg natürlich. Dieser sieht aus wie eine Comicfigur. Richtig genial. Man sieht natürlich, dass das der Undertaker ist und sein soll, darstellen soll. Das ist also ein besonderes T-Shirt von einem besonderen Wrestler, der jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen ist. Der jetzt auch aktiv nicht mehr wrestelt, aber man sagt immer, sagt niemals nie. Die kommen immer mal wieder zurück, immer mal wieder einen Auftritt, immer mal wieder irgendwas. T-Shirt, richtig geil. DVD, richtig geil. Der Freemans, der wohl jetzt 3 Monate ist, richtig geil. Jack kenne ich nicht. Auch richtig genial, dass ich den nicht kenne. Und natürlich der Chef, also viele Leute dabei, die man wirklich kennt und die jetzt aus der Zeit sind, wo ich mit Wrestling dann meine Hochphase hatte. Sagen wir es mal so. Sonst war es das jetzt von der Monthly Box. Wir gucken mal, wie viele Monthly Boxen wir noch kriegen und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und Adi, was ist denn? Adi, Schatz. Ich glaube, der Adi, der hat heute keine Lust, ne? Der sitzt dort und beobachtet die Waschmaschine. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.